Hallöchen Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Einheiten-Review. Heute geht es um die Godly Descendants, die Gruppe um Fiara und Co., die ich für euch heute reviewen werde. Aber vorher ein paar Takte vorab, die ich gerne erklärt haben wollte. Punkt 1. Ich werde nur noch ihre 6-Sterne-Formen bewerten. Einfach deswegen, weil ich denke, es ist blödsinnig, ist jetzt mittlerweile 5-Sterne-Formen zu bewerten. Es ist zwar so, dass die 5-Sterne-Formen zuerst rauskommen und erst ein paar Wochen später die 6-Sterne-Formen, aber wir haben an der letzten Gruppe gemerkt, dass paar Wochen sind auch ich nur ein paar Wochen, das sind keine Monate, so das war jetzt glaube ich 3 Wochen, was dies gedauert hat von bei der letzten Gruppe, das war ja das mit Elsa, das ging, oder welche war das sogar, ja doch, ich glaube das war die mit Elsa, die, oder war das sogar schon die mit, oh, nee, das war sogar die mit oder so, hey, nee, doch passt ja, Hunger und Elsa sind ja in einer Gruppe, das ging echt schnell, dass die rauskamen und deswegen sehe ich wenig Sinn darin, mich hinzustellen und die 5-Sterne-Form extra zu bewerten, denn sie sind einfach, sie sind nicht lange als nur 5-Sterne-Form da. Und jeder, der sich hinstellt und die Einheiten ausbauen will, will es, um sie hinterher als 6-Sterne-Form zu haben. Wir haben mittlerweile so viele 6-Sterne-Formen, dass eine 5-Sterne-Einheit auf lange Sicht nicht mehr competitive ist. Außer es sind Free-to-Play-Einheiten, die nur 5-Sterne-Form bekommen. Dann vergleicht man natürlich deren 5-Sterne-Form. Aber so, diese Einheiten sind allesamt so, dass man sagen kann, sie sind für jeden problemlos auf 6-Sterne-Form zu bekommen. Sobald die da sind, man kriegt Miracle Totem sowas mittlerweile ziemlich leicht, weil aufgrund der Masse an 6-Sterne-Einheiten, die es gibt. Und es ist einfach, wenn man sie einsetzt, setzt man sie ein mit dem Ziel, sie in als 6-Sterne-Einheit einzusetzen. Klar, man kann sich darüber Gedanken machen, lohnt es sich bis dahin, sie als 5-Sterne-Einheit einzusetzen. Da kann man noch mal was zu sagen. Der Punkt ist, bei allen Einheiten hier, die haben den Brave Burst mit Attack. Das heißt, man kann sie auch alle als 5-Sterne-Einheit schon benutzen. Naja, so viel dazu. Und was Typing angeht, da ich da auch oft gefragt werde, doch, wie sieht denn das mit Type aus? Du hast dazu im Video was zu gesagt, aber ich will das jetzt nicht alles nachgucken. Generell gilt, alle Typings für diese Einheiten sind gut. Wenn man sich diese Stats anguckt, die der WT-Stats-Wert, 7530, das ist auf dem Level, das kommt fast an Maxwell ran. Und das ist viel. Und da musste ich mich nebenbei mal räuspern. Und da ist ein Punkt von, es ist scheißegal, ob ihr diese Einheit Oracle habt oder nicht. Wenn ihr es anguckt, Oracle verliert, dank des Oracle-Buffs, ihr habt plus minus 99%, plus 99, dann hier ein Stück Abstand. Okay, das sind ungefähr 500, die wir zu Anima haben. Das heißt, zu einem Durchschnitt haben wir ungefähr einen Abstand von, ja, 1000 zu Anima und ungefähr 500 zu, nicht mehr bei 500, sogar nur 300, genau. Der Anima-Buff ist nämlich Lebenspunkt erhöht. Das heißt, wir haben zu einem Guardian, Breaker oder Lord haben wir 300 weniger. Es gibt aber mittlerweile Stat-Imps und die werden mit der Zeit immer häufiger rauskommen. Das heißt, ihr könnt problemlos diese 300 durch ein Stat-Imp wieder hochheben. Klar, ein Anima, auf den ihr Stat-Imps raushaut, ist der Hammer. Der hat gewaltig mehr Lebenspunkte. Aber die anderen sind alle nicht schlecht. Und es ist also generell ist es mal ein bisschen Geschmackssache, welche Type man am liebsten nimmt. Ich persönlich mag halt einfach Anima und Guardian. Da ich halt auch gerne auf Verteidigung setze. Aber es gibt genauso gute Leute, die sagen, ja, ich nehme viel lieber einen Breaker, weil ich momentan dann arbeite, die Gegner mit einem Zug zu killen. Und wenn ich meinen Schaden nehme, setze ich den Damage Meditator ein. Also David Shell, Olu, Nasa. Und reduziere den Schaden. Und damit ist das okay. Ich kriege nicht so viel. Kann ich mit leben. Das ist halt sehr viel Geschmackssache. Das muss jeder mal selber wissen. Generell kann man sagen, Anima ist immer ein guter Typ. Außer bei Einheiten, die absolut keine Recovery haben. Die gibt es im Moment aber fast nicht mehr. Er hier ist vielleicht so, er hat ohne hat Anima 1550 Recovery. Das ist ein bisschen wenig, aber es ist halt auch nicht schlimm wenig. Und es gibt da auch dann Stats, um das wieder zu heben. Und dann ist das Problem gelöst. Also kann man generell sagen, mit Anima macht man immer was gut. Lord, Breaker und Guardian sind aber auch nie schlecht. Es halt, hängt halt ein bisschen vom eigenen Spielstil ab. Und von der ersten Welt Oracle ist nicht super, aber Oracle ist auch immer noch nutzbar bei den meisten Einheiten, die jetzt rauskommen. Und der entscheidende Punkt ist, wenn ihr jetzt steht, ihr habt beschworen und habt so eine Einheit Oracle bekommen, überlegt euch, soll ich die benutzen oder nicht? Oder soll ich nochmal versuchen, die zu bekommen? Solange ihr nicht bereit seid, viel Geld in das Spiel zu stecken, lohnt es sich nicht, da nochmal zu beschwören, um die gleiche Einheit nochmal zu bekommen. Wenn ihr irgendwie ein Free-to-Play-Spieler seid und sagt so, ich habe halt irgendwie jetzt mal meine 10 Gems für 2 Beschwörungen bei so einer Gruppe, dann, und ihr kriegt die beiden Einheiten Oracle, ja scheiß drauf, ihr habt sie, Oracle ist besser, als sie nicht zu haben, und es lohnt sich nicht, dann krampfhaft nochmal Gems aufzutreiben und es nochmal zu versuchen. Sondern dann lohnt es sich eher, halt mit den Oracle zu leben. Selbst also Zelnite ist so ein Paradebeispiel. Viele beschweren sich, dass sie Zelnite Oracle bekommen haben. Scheiß drauf, Zelnite ist Oracle immer noch unheimlich geil. Und ich würde Oracle Zelnite immer nehmen, egal was ich, wenn ich sonst keinen habe. Ist immer besser, als keinen zu haben. Ja, so viel dazu.
Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen Infos haben wollt, steht auch hier unten mal eine Liste drunter, was der Awesome Arfst dazu sagt. Ist halt, es ist halt viel Geschmackssache. Ich persönlich bewerte immer Anima und Guardian gut, weil ich die gerne mag, aber es gibt halt Leute, die sagen, sie mögen Breaker lieber. Halt Geschmackssache. Ja, kommen wir dann aber zur Bewertung. Als erstes haben wir hier, oder kommen wir zu dem Badge, um dort zu sein. Denn was man ein bisschen über das Badge sagen kann, das ist so eine überholte Form der Gruppe um Michelle. Wer sich noch erinnert, als Michelle rauskam, das waren die ersten Rainbow-Leader. Michelle hat den höchsten Attack-Bonus, Duel SGX hat den höchsten Crit-Bonus, selber den höchsten Death-Bonus, Melchior hat eine super Hit-Rate, das ist insgesamt ziemlich geil. Wen hatten wir noch? Lodin war ein super Anführer wegen Breath-Bonus. So rundherum eine Gruppe, die eigentlich immer gut ankam. Und das hier ist so ein bisschen die überhöhte Form von denen, denn die hatten ja alle einen Status, ein Element hinzufügen und das haben die hier auch. Nur, dass sie immer zwei hinzufügen, was sehr interessant ist, setzweise besser sind und von den Effekten teilweise dem ähnlich ziehen, aber teilweise auch interessante neue Effekte haben. Und ja, als erstes haben wir hier Aidin. Das hier sind die Namen, die haben die App-Entwickler so aus dem Japanischen übersetzt, denn es stehen bisher auch nur die technischen Daten der japanischen Version zur Verfügung. Ich werde auch die benutzen, um das zu bestimmen. Das heißt aber nicht, dass sich da nicht noch Kleinigkeiten hinter zur globalen Version ändern. Also da, das ist nicht alles in Stein gemeißelt. Aidin wird im Deutschen mit R geschrieben, im Englischen Ardin. Teilweise auch mit Doppel-E, komischerweise. Ardin. Was gibt der? 50% Attack-Buff, wenn 5 Elemente da sind. Rainbow Leader Skill und ein Medium Reduction to BC to Max BB. Sprich, man braucht 15% weniger Brave Burst, um seine Brave Burst-Leiste aufzufüllen. Das ist nett. Das ist jetzt nicht der Oberhammer als Ergänzung, aber es ist okay. Damit kann man, wenn man das sind 50% weniger Leistung, die man braucht, das kann man in einem Baby-Spam-Team schon mitnehmen. Und halt 50% mehr Tank. Das ist auch nicht schlecht. Dazu kommt, dass er halt in seinem Super Brave Burst oder auch im Brave Burst schon Licht und Dunkel hinzugibt. Im Super Brave Burst kommt dann dazu noch eine ganz neue Eigenschaft, nämlich Chance to Reduce Enemies ATK for One Turn. Das ist so ein bisschen eine Variante der Schadensreduzierung, die jetzt neu kommt. Der Punkt ist, das reduziert die gegnerische den Attack-Wert um 50%. Was praktisch heißt, es halbiert den Schaden. Hat aber nur eine 30% Chance dazu. 30% Chance ist nicht so toll, macht das Ganze sehr, sehr zweischneidig, aber es stackt sich mit Schadensreduzierung. Das heißt, normalerweise, wenn ihr einen Ulu und einen Darfenschell habt und ihr setzt beide in einer Runde ein, dann baut das nicht aufeinander auf, sondern das eine überschreibt das andere. Das heißt, ihr reduziert immer nur noch um 50%. Das hier ergänzt sich aber. Ein Darwin-Shell reduziert den erhaltenen Schaden um 50% und er hier reduziert den Schaden, den der Gegner macht um 50%, kommen 25% bei euch an. Und das Gemeine ist, wir werden irgendwann später diese Einheiten tatsächlich brauchen. Es ist heute ein Video rausgekommen von Ushis Gaming Channel zu den neuen Grand Gaia Chronicles, die rausgekommen sind, der japanischen Version mit Idea. Und da hatte er wohl massive Probleme, dass er so jemanden gebraucht hätte, um dafür zu, weil einfach diese Einheit trotz der 50% Schadensreduzierung immer noch genug macht, um das eigene Team in einer Runde rauszuhauen. Was ziemlich krass ist. Und weswegen diese Einheiten hier wichtig werden und dementsprechend eine hohe Bewertung bekommen. Gleichzeitig ist es natürlich, ich bin nicht bereit dafür eine 10 von 10 zu geben, weil es ist halt nur eine 30% Chance. Und das kann halt auch immer schief gehen. Man pokert damit sehr hoch, aber es kann einem halt den Arsch retten. Ardin bekommt damit insgesamt eine 9. Denn er wird in meinen Augen, denke ich, dort eine lange Zeit wichtig sein. Das wird sehr, sehr knifflig, die Paste einzusetzen, aber es wird halt durchaus wichtig für bestimmte Kämpfe. Und er ist halt als Anführer auch nicht schlecht. 50% Attack und reduzierte Brave Burst-Kristallnotwendigkeit zu füllen, ist gut. Ist, denke ich, ein paar mit Einheiten wie Lodin. Und der ist ja prinzipiell gut. Und dazu kommt halt, dass wir Licht und Dark hinzufügen. Das finde ich persönlich gerade bei Light- und Dark-Einheiten halt cool, wenn man beide Elemente gibt. Weil man damit halt einen Dark-Element-Trupp gegen einen anderen Dark-Element-Trupp einsetzen kann. Das, was ziemlich praktisch ist. Wenn man gegen Lichteinheiten, ja, das Problem ist, ich kämpfe gegen Lichttrupp, ich nehme einen Dual SGX mit, um halt allen meinen einen Dark-Angriff zu geben. Dann habe ich das Problem, dass Dual SGX immer noch 50% mehr Schaden frisst. Andersrum könnte ich jetzt die neue Lichteinheit mitnehmen, die halt auch einen Dark-Element-Angriff gibt und gleichzeitig selbst nicht so viel frisst, weil sie halt nicht den Nachteil hat. Ähnlich wie man es sonst gerne mit Gra gemacht hat. Ja, Einheit Nummer 2, Eve. Die Defa-Einheit, so hier. Sie sieht nicht wirklich danach aus wie eine ziemlich coole Piratenbraut mit einem dicken Oktopus dahinter. Der Japaner, gibt prinzipiell einen HP-Buff, 30%, was gut ist, und die Chance zu heilen, wenn man selbst angegriffen wird. Das mag ich persönlich nicht so gerne, habe ich ja schon mal erzählt.
es ist halt einfach eine Schadensreduzierung von, also die Chance, dass man, dass das eintritt, sind 30%. Und dann kriegt man 15 bis 20% des erhaltenen Schadens an Lebenspunkten zurück. Das ist halt nur eine geringe Schadensreduzierung mit 30% Chance. Und zwar geringer als die der anderen, die wir dort im Super Brave Burst haben. Meh. Finde ich als Leader-Skill eher langweilig. Ihr Brave Burst gibt halt Wasser und Erde. Immer die korrespondierenden Sachen dort bei den normalen. Und gibt 100% Death für 3 Runden, was gut ist. Nicht ganz so hoch wie Selbern, der halt auf 115 kommt. Dafür hat sie halt viel bessere Stats. Wenn ich das angucke, gerade Attack und Death sind ziemlich cool bei ihr. Der Rest halt, taugt halt auch richtig viel. Also eine sehr, sehr gute Einheit. Gerade schon ausgeglichen. Und der Anima hat halt die unheimlich viele Lebenspunkte. Kann auch noch viel dazukommen, da kann man sich echt nicht beschweren. Problem ist halt, dass der Leader-Skill nicht so unheimlich stark ist in meinen Augen, weil dieses Chance to Heal when Attacked finde ich persönlich einfach scheiße, lohnt sich nicht. Und den Death-Bonus gibt es halt zur Not auch schon bei anderen Einheiten, deswegen ist das nicht so elementar wichtig. Daher kriegt sie von mir 7 Punkte. Ist immer noch gut einsetzbar, kein Thema, ist eine starke Einheit, aber halt nichts, was jetzt aus den Socken haut oder unheimlich neu ist. Dann haben wir Urona. Oder Fiora heißt die Deutsche. Da gucken wir uns einmal die Unit Arts entwickelt an. Die sind nämlich ziemlich cool. Rennt hier rum mit so einer hübschen Kapuze. Dann geht es irgendwie schon ein bisschen weiter, dass da Flammen mit dran sind. Und bei ihrer 6 Sterne, ich hoffe, die lädt jetzt vernünftig. Genau, haben wir sie auf einmal mit der Kapuze hinten und sie ist leicht bekleidet und das sind überall Funken. Finde ich persönlich, sieht ziemlich cool aus, vor allem diese Entwicklung. Das finde ich mal ein echt nettes Gimmick. Einheit selbst, der Skill, Chance zu Random Status Effekten, das ist eine Chance von 7 oder 10%, je nachdem welcher Effekt. 7 für die coolen, 10 für die nicht so coolen. Ist halt immer so bei Random Status Effekten. Bin ich persönlich als Leader Skill kein Fan von. Und was ich sehr interessant finde, Chance dem beim Angriff HP abzuziehen. Das ist eine 50% Chance und hat dann zwischen 3 und 8% des selbstgemachten Schadens zieht das ab. Was ziemlich cool ist, wenn man damit umgehen kann. Denn es gibt hinter Teams, die da machen einzelne Einheiten in der Runde locker 100.000 Schaden. Und müssen das auch, damit man eine Chance hat, einen Gegner kaputt zu bekommen. Und wenn man da so viel macht, heißt das, man heilt 3.000 bis 8.000 Schadenspunkte dadurch. Damit heilt man sich komplett wieder voll. Das ist schon... das Problem ist, man muss erstmal auf so viel kommen. Und das ist schwierig, deswegen finde ich persönlich von Ardyn interessanter, weil sie hat auch wieder den... Schadensreduzierungs-Super Brave Burst, der auch halt nett ist. Und ich persönlich finde aber Ardyn interessanter, deswegen, weil ihr Leader-Skill schwieriger zu nutzen ist. Ich denke, man kann daraus viel machen, wenn man damit umgehen kann. Also so ein High-End-Crit-Team, wo man einen wirklich guten Crit-Rate hoch dazu hat, einen Attack-Rate up, einen Spark-Damage up, am besten noch elementaren Vorteil mit, sowieso mit drin hat durch Maxwell, ist das cool. Problem ist, man kann. Wenn sie als Anführer hat, nur einen Maxwell-Freund mit ihm, kriegt dafür halt nicht so viel Crit-Rate, Crit-Damage und Elemental-Damage-Abschaden hinzu. Was es halt schwierig macht, das zu tragen zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass das hinterher ziemlich cool ist, um Einheiten damit quasi voll zu heilen. Und dann braucht man keine Heiler-Einheiten mehr mitnehmen. Das ist durchaus interessant, aber in meinen Augen schwieriger einzusetzen als Ardyn. Deswegen kriegt sie nur 8 Punkte. Trotzdem mit dem SBB-Skill der Schadensreduzierung ziemlich cool. Stats war jetzt sonst auch ziemlich gut, ein bisschen mehr auf Attack ausgelegt, aber das kann man gut leben. Dann haben wir Orna, mein persönliches Highlight in der Gruppe, die mir gut gefällt. Abgesehen vom Unit Artwork, was echt cool ist. Eine Chance, Brave Burst aufzufüllen, wenn man angegriffen wird und ein Brave Burst füllt automatisch jede Runde. In Werten heißt das, man hat eine 100% Chance, wenn man angegriffen wird, Brave Burst aufzufüllen, und zwar zwischen 2 und 4 Kristallen, die man bekommt. Und man kriegt auf seine Brave Burst Füllrate 30% drauf. Und das ist ziemlich gut. Es gibt höhere Sachen beim Brave Burst Füllrate, also den Phalon und Uda, Phalon, sag ich schon, Phalnius und Uda geben da, glaube ich, 50%. Aber dafür hat sie halt einen Leader Skill, der Lilimata recht ähnlich ist, halt, dass man, wenn man angegriffen wird, Brave Burst dazukommt. Und ich denke, das ist für diejenigen, die keine Lilimata haben, ein durchaus nutzbarer Ersatz, dass sie da halt dazu gibt. Also für ein BB-Spam-Team, was ist es halt mit dem. Prinzipiell Large BB-Fill, BC-Fill schon mal gut. Und wenn es halt darum geht, dass man auch mal Treffer abkriegt, gerade von Gegnern, die oft zuhauen, ist sie halt durchaus praktisch dafür, denke ich. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, sie tatsächlich damit als Leader zu verwenden. Und ihr Super Brave Burst ist ein Crit Rate Up. Und zwar in 50%, muss ich nachgucken.
Crit Buff. 50% Crit Buff. Das ist das zweithöchste, was es gibt. Nur noch Dual SGX-Saturn mit seinen 60%. Da kommt bisher noch keiner dran. Aber ihre 50% sind schon richtig viel. Es gibt viele Einheiten, die deutlich weniger haben. Maxwell zum Beispiel. Kula gibt nur. Kuda, der gibt ja Crit Rate, gibt nur 40%. Also, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Buff. Dazu halt auch den Elementarvorteil. Das macht sie, denke ich, in meinen Augen da sehr stark. Kriegt von mir 9 Punkte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie damit echt ein bisschen überbewerte, aber ich finde sie cool und praktisch. Also, ich denke, aus sie kann man hinterher gut einsetzen. Sowohl in einem Crit-Team als auch als Anführereinheit kann man daraus viel machen. Was mir persönlich. Also, so ein bisschen hat sie da Sympathiepunkte mit dazu bekommen. Wahrscheinlich ist sie nicht ganz eine 9, aber gefällt mir so vom ganzen Konzept her eigentlich sehr gut. Das ist so eine Einheit, wo ich sage, so, oh, das ist cool, das gefällt mir. Die werde ich auf jeden Fall versuchen zu bekommen, die Orna. Dann haben wir Luca. Also hier heißt, wird er noch mit Lukas übersetzt. Die Erdeinheit, der eigentlich auch echt nett aussieht mit diesem Drachen dahinter. Breathburst, Reduzierung, wie viel man braucht, um auf Maximum zu kommen, das sind 15%. Das gibt es, glaube ich, auch in einer stärkeren Form von zum Beispiel Vieh. Aber dazu kommt noch, dass er jede Runde 2 Brave Burst Kristalle dazu gibt, also so ein bisschen gesplittet von der Funktionalität, was ihn zu einem ziemlich guten Anführer in der Arena macht. Denn da gibt er dann halt, sorgt dafür, dass man schneller voll wird und gibt an jeder Runde oder am Ende der Runde nochmal 2 Kristalle dazu. Das ist echt nicht schlecht. Braucht selbst zum Auffüllen 25 Kristalle bei seinem Brave Boss. Das kann man durchaus erreichen. 17 Angriffe, wie viel Angriffe hat er? Er hat nur 8 Angriffe, hat dafür aber 3 DC-Checks per Hit, was er insgesamt auch 24 Kristalle im Optimalfall generieren lässt, was okay ist. Damit, also kann man ihn, denke ich, in der Arena durchaus als Anführer verwenden. Sein Super Brave Boss ist ein Attack-Bonus von 100%. Das ist nicht schlecht. Hat aber ein bisschen wie Eve das Problem, dass es da halt einfach schon Sachen gibt, die halt 110% geben. Kula und Michelle. Und dass es halt auch Einheiten gibt wie Kuda, der 100% Attack Buff gibt und nochmal 40% Crit Rate Buff. Und damit quasi rein vom Buffs her besser ist als Luca. Und daher finde ich persönlich, schwirrt er in meinem Auge auch so ein bisschen ab. Kriegt von mir auch nur 7 Punkte. Er ist gut, aber er ist nicht irgendwie umwerfend gut oder irgendwas Neues, wenn man sich die Gruppe anguckt. So, da ging halt mehr, in meinen Augen. Und als letztes haben wir Yuji. Sieht ziemlich cool aus, so vom Design her, muss ich ja sagen. Nicht so, als würde sie damit jeweils in der Schlacht ziehen, aber cool. Leader Skill, 50% Rainbow-Effekt und eine interessante Sache, nämlich eine Reduzierung der benutzten Brave Burst-Leiste. Und zwar hat das eine 100% Chance und reduziert den Brave Burst, wenn man den Brave Burst benutzt, die benutzten Kristalle um 15-20%. Was praktisch heißt, man hat nach dem Einsetzen seines Brave Bursts noch 15-20% davon übrig. Das ist auf einem ähnlichen Level wie Lukas, du brauchst 15% weniger, um voll zu werden. Der Unterschied ist, dass ich denke, ihr Leader-Skill ist bei Bossgegnern praktischer. Denn da geht es ja darum, den schnell voll zu bekommen. Und da hilft es in meinen Augen, denke ich, sehr stark, diesen Bonus zu haben, wenn man dann in einer Runde halt Einheiten einsetzt und nochmal direkt mit draufhaut und dadurch Kristalle generiert. Also ich denke, das ist da recht stark. Und es sind halt nicht nur 15% wie bei Luca, sondern 15-20%, also ein Stückchen mehr, was durchaus entscheidend sein kann. Stats war jetzt auch bei ihr wieder Hammer-Stats, ein bisschen defensiver ausgerichtet, was eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Die kann man dann halt dementsprechend auch als Breaker einsetzen, um die Stats mehr zu balancen. Und Super Brave Burst neben Dark und Lichtdemon einen Heal over Time. Sprich, sie heilt, ja, heilt über Zeit, 3 Runden lang, jede Runde 1800 bis 2100 Lebenspunkte plus wie viel das plus 15% der Recovery, was nett ist. Es ist nicht, also Heal über Time ist eine sehr, sehr schwierige Sache, denn oftmals hat man Einheiten, die irgendwie auf 8.000, 9.000 Lebenspunkte kommen, wenn man sie mit einem Lagwand aussetzt oder einen passenden Anführer dabei hat, dann ist das einfach nicht viel. Aber es kann mit dem, was man in den Herzkristallen generiert, halt vollkommen ausreichen, so sie dafür mitzunehmen. Und halt für ihr Leader-Skill. Also ich denke, da kann man auch was draus machen. Insgesamt kriegt sie von mir 8 Punkte. Ich muss sagen, sie gefällt mir auch durchaus gut. Bin noch nicht 100% sicher, wie gut man sie hinter einsetzen kann. Also da können die 8 Punkte auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen sein. Das hängt dann so ein bisschen davon an, wie sich das hinterher herausstellt, wie gut sie damit tatsächlich ist. Aber sie gefällt mir eigentlich auch recht gut. Ja, so viel zu den Godly Descents.
Ich muss sagen, insgesamt coole und interessante Einheiten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Orna zu bekommen. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren da lassen, welche von denen ihr am coolsten findet. Das würde mich echt interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!